Ein herzlich willkommen zurück. Schon wieder ist es Anfang. Gut, passt. herzlich willkommen. Wir haben uns an Latenz ein bisschen hochgestellt. Sollte jetzt eigentlich so sein, dass wir das Level diesmal schaffen. Denn das war das letzte Mal das Problemchen hier beim Together, ne? Würde ich mal so sagen. Deswegen gehen wir ins Level, ne? Ja. Genau. Und dann hoffen. Wir haben es schon so oft gemacht, dass es eigentlich irgendwie funzen müsste. Also abgesehen, dass ich eben eine geile Fail gemacht habe. Mhm. Ich habe einfach mal alle Fässer mitgenommen. Bei mir drehen echt die Mikrofoneinstellungen durch. Na gut, geht. Hört man halt mehr Rauschen im Part, meine Güte. Bei mir hört man jetzt nichts mehr. Ja, bei mir hat es einfach nur damit zu tun, weil mein Mikro sich denkt so, ja gut. Das hat mit Skype zusammenzuhängen. Man müsste Skype neu starten, dann würde es funktionieren. Das Problem hatte ich auch schon mal ein paar Mal. Also wenn ihr irgendwelche komischen Mikrofoneinstellungen habt, eine Grunderfahrung von Miro kann an Skype liegen. Einfach neu starten. Dann ändert sich das. In diesem Part müsst ihr damit klarkommen. Du hast echt drei vergessen. Was? Wie geschlagen? Was? Hast du gefehlt? Also, wir haben vorhin ein bisschen geguckt wegen der Latenz und an der Erfüllung. Ja, da wurdest du. Na gut. Okay, mit aufnehmen merke ich, die Latenz frisst an mir. Mhm. Ja, bei gut. Eben bin ich lebendiger durch. Sogar auch geschafft. Wow. Und das ja auch. Wow. Und selbst das habe ich geschafft. Und das dann nicht. Ach, wenn du die Stelle. Du musst ein Fail rein. Ja, die Stelle, wenn die bei mir wieder kommt, ne? Ja. Oh, da bin ich schon gestorben. Passt doch. Wir sind beide durch. Ja, ich würde hier wahrscheinlich sterben. Auf an. Noch passt alles. Und so noch so knapp wie eine Milchspur. Nein! Aber doch neben! Yeah! Oh, weg! Easy. Ein Leben hin, ein Leben weg. Das ist doch besser, nichts verloren. Das nennt man ein Wisch und weg. Seba, schon weg. Was? Schon wieder wer? Nein! Gut, ich schaff's. Das fast so schön verpixelt. Schon wieder. Oder ich hab's auch geschafft, ne? Da nicht. Schon wieder an derselben Stelle. Ja. Die schaffe ich immer irgendwie. Meist überwiegend. Oh nein. Du bist bei mir schon gestorben. Ich hab zwei Fässer mitgenommen und bin dann in den Abgrund geflogen, oder? Nein, aber passt schon. Ich bin jetzt bei dir auch, ne? In der Spukhalle anfangen. Jetzt bin ich reingegangen, ne? Ja. Gut, wir waren kurz mal aus der wir waren kurz wieder in den Latenzbereich, aber irgendwie hat dieses Level echt seine Probleme, ne? Wir müssen das schnell und interessiert locker schaffen. Das wäre echt gut, falls mich in die Latenz noch eins singen, nur. Oh Gott. Noch weniger. Nicht, dass das schon schlimm genug ist. Alter, mir bleibt der Krümel von der Fritte in meinem Hals stecken, dank meinem Schleim, ey. Hab's geschafft. Und das auch? Yeah. Jetzt wird's interessant. Oh, Mann! Ich kann den Platten in der Hals stecken. Passt schon. Wir haben da noch ein Leben. Ich hab's geschafft, glaube ich. Sagt er und war so knapp wie möglich. Jo, du machst genau das, was ich mache! Ist doch egal! Du schaffst es! Hauptsache, das letzte passt nicht so. Hauptsache, du hast es geschafft, Mel! Oh. Ich muss jetzt mal Tee trinken. Jo! Geschafft haben wir es, Mann und Mann. Das geht sowas nicht.
Das ist sowas von cool. Quicksave machen, bitte. Stumpf. Quicksave? Nein, wir machen keinen. Bitte. Wissen wir, dass ihr bei einem Partner? Ich hab keine Lust, dieses Horror-Level nochmal zu machen. Gut, dann einmal sei Satan. Meine Güte. Ich will nie mehr wieder in dieses Level. Nie mehr! So. Ich bin jetzt einfach reingegangen. Ich weiß. Ja, diese Musik. Ich nehme mich jetzt Retour und trinke über den Tee. Was denn? Du sollst mich nicht verwirren mit irgendwas. Lass mich doch einfach mal spielen, wenn ich hier eine normale. Weißt du, ich höre so schöne Musik und du machst das kaputt. Den braucht man ja sowieso für den Bonus, glaube ich. Den verrückten Redley. So nicht schlimm. Ganz langsam. Der läuft. Die läuft doch kaum weg! Wie schnell ist der bitte, zu einzufangen? So. Das Hitze ist nicht so einfach, ja. Gut, wenn du so weinst. Ich bin hier durch wie ein irrer Mann. Der war auch noch knapp. Springt er und verliert ihn. Wieso? Dann ist doch egal. Hat doch eh genug. Na warte, die Stelle bekomme ich sonst eh nicht hin. Mit dem. Ja, tschüss, Redley. Hab keinen Bock. Nervt mich an der Stelle zu sehr. Aber ich kann trotzdem mit dir da rein. Bam! Mit dir. In deinem Fahrrad. In meinem Fahrrad. Ja, das ist doch ganz normal, so dass man hier so durchrusht. Einfach nur auf einen drauf und dann. Alter, ich hab jetzt einen guten Preis. Gut, passiert halt mal, ne? So. Und da dachte er sich, jo. Aber da wurde er voll gedingst, Alter, jo. Jo, Alter. Eigentlich mache ich jetzt genau die Bonus-Level, warum auch immer. Was ist denn mit mir los? Will ich unbedingt noch in die geheime Welt, die ich nicht haben möchte? Affen, fantastisch. Gehen wir hier durch. Das gibt's nicht, Mann! Also was für eine Ordnung ich gerade habe, hier alles einzusammeln, ist ja. Bin ich ja fast schon selber stolz drauf, echt. So, passt. Mit einem geilen Endmove durchgekommen. Wow. Ach stimmt, jetzt heißt es immer abwarten. Immer warte auf den Wind, bis er kommt und geht und abhaut und dich tötet mit einer Kanonenkugel. Dann kommst du mit frischer Frische zurück. Und dann darf Didi versuchen, hier durchzukommen. Nicht so früh! Ich dachte, bei mir ging der Wind nach rechts noch. Echt? Ja, der war noch. Also nicht gleich sofort. Nicht so. Du sollst zumindest nicht so eng. Vor allem jetzt, wo die Latenz ein bisschen höher. Es ist halt alles problematisch, wie du siehst. So gesehen sollte das aber für uns eigentlich an sich nicht so das Problem sein, für uns theoretische Skiller in dem Spiel. Dass wir ein bisschen Latenz. Ist ja klar, dass wir ein bisschen schlechter sind, weil das ja, ne, Latenz. Mhm. Ich meine, alleine würden wir das rocken. Ohne Latenz. Ja. Natürlich. Gedim schafft es und er tut dasselbe. Nein, das war bei mir total anders.
Ich bin jetzt sehr andersrum gestorben. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das genau dasselbe war wie du. Das war 10.000 Mal erbärmlicher und dümmer. Aber gut, vielleicht sind wir gerade nicht in der Verfassung, das Spiel hier perfekt durchzuspielen. Aber okay, die Level hier sind ja auch ein bisschen lang und... Ah, da freue ich mich schon auf ein bestimmtes. Dann passt doch alles. Nimm einfach das Fass, geht da durch. Ja, du hättest auch durchlaufen können und dann hätte... Ja, war doch gar nicht schwer. Guck dir mal an. Das war einfach. Und nun gehst du hier durch, durch Haken, die in der Luft schweben. Und da bist du gestorben, yeah. Ich weiß nicht, warum ich so sink. Und da, hast du es gerade gesehen? Was? Das Fass ist einmal hier so aufgepitcht und ist dann hinten erst aufgeprallt, ne? Bei mir nicht. Okay. Bäh. Oh. Nein, ich will da hoch. Ich will auch noch die DK Coin. Heute sind wir wählerisch. Genau. Was? Hui. Egal. Du warst schon. Hauptsache, geschafft ist geschafft, ne? Geschafft ist geschafft. Jetzt kannst du normal sprechen. Guck mal, wir haben nicht mehr saven müssen. Und jetzt haben wir es. Blink! Und tschüss, Sikorski. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Irgendwann vielleicht. Ich bin alt. Kommt her! Nein, Oma, wir gehen. Nein, Oma. Wir wollen einfach gehen. Was ist denn das nochmal gewesen? Oh nein, dieses Level! Ach du Scheiße. Na ja, komm her. So, ja. Eines meiner Lieblingslevel. Mit Latenz. Viel Spaß! Du kannst ja gucken, wie das sich so anfühlt, dieses Level noch zu spielen. Vor allem noch so. Ui. Fühlt sich sicherlich toll an, oder? Geht eigentlich. Ja, aber das Level an sich ist ein bisschen kotzig. Würde ich zumindest mal so sagen. Also für mich ist das irgendwie nicht. Es ist. Ich kann mir viel besser vorstellen. Als so ein Level. So, darüber haben wir sogar. Okay. Sogar die DK-Dingens. Okay. Dann musst du runter und du hast es bisher geschafft, Mann. Ich brauche die Konzentration, die muss da sein. Dadum. Dadum. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Und da geht's hier runter. Einfach nur ich hier runter. Und ich singe schief. Was? Ich würde nie im Leben schief singen. Das vor allem nicht mit Absicht. Wie könnte ich nur wagen, so etwas überhaupt mal jemals zu tun? Ja, genau. Warum singst du so schief? Weil ich immer so schief singe. Vielleicht kann das daran liegen. Oder vielleicht, weil meine Stimme scheiße ist. Fragen über Fragen, aber keiner weiß. Nur Galileo Mystery. Im schlimmsten Fall machst du einfach das Level alleine durch. Wie ich sehe. Ja, ich bin ganz konzentriert. Mhm. Umso besser. Ich bin noch leicht müde. Ich bin noch leicht müde. Sieh. Spannung muss sein. Mhm. Deswegen sag ich. Na gut, so langsam ist das Level echt durch. Noch hier, glaube ich, einmal durch und dann noch ich bin einmal. Jetzt und voll lasch, wenn ich jetzt sterbe. Ja, da musst du noch durch. Dann hast du es, glaube ich, schon. Boah. So langsam, das, der Endteil ist, glaube ich, locker easy. Oh Gott. Wahrscheinlich stirbst du es irgendwann so und ich muss noch eine Passage machen und ich bin zu dumm für die. Also irgendwas wird es im schlimmsten Fall sein. Wer weiß.
sieht man ja nichts. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Jetzt kommt das, was ich angesprochen habe. Schaffe ich's? Dann werde ich fehlen. Nein, das geht nämlich nicht. Doch, doch. Ah, wir haben nicht mal. Yep. Juhu. Juhu, chillt seine Nippel. Und er hat sogar noch eine Bananenmütze geholt. Mann, das war schon cool. Ich hab's geschafft. Doch noch, irgendwie. Ich dachte, ich würde jetzt gnadenlos fehlen. Aber ich habe es geschafft. Oh, Wald des Grauens. Hallo. Willkommen im Wald des Grauens. Herzlich willkommen. Hier gibt es sogar den Erzähler Miho. Einfach nur, weil es Wald des Grauens ist. Und jeder weiß ja, Miho ist purer Grauen für jede Ohr, für jedes Ohr. Und eine Fritte im Hals. Und eine Fritte im Hals. Tut immer gut. Was würde passieren, wenn ich mit einer Fritte im Hals reden würde? Was? Was wolltest du gerade sagen? Ach nichts. Du hast es doch ruhig erzählen. Naja. Ich komm hier nicht hoch. Du musst irgendwie im richtigen Moment drücken. Genau. Und dann haben wir zwei Leben. Ich bin Hellseher. Wusstest du das? Das ist mein neuer Job. Dein Job ist so. Oh, aber sowas von. Yeah! So. Jetzt kommt der lange, spannende Teil. Mit der süßen Spinne. Ich trinke schon mal was. Okay. Ich stoße auf dich an. Dass du es irgendwie schaffst. Ich erinnere mich gerade an ein was viel schlimmeres Level. Mit so einer grünen Brühe. Ich finde es an sich nicht so schlimm, es war bloß ein Buggy einmal, als wir es gespielt haben. Oh, erinnere mich nicht daran, da waren so kleine Pisser und Ding dran. So. Also so eine Spinne hätte ich gerne als Haustier. Die ist süß. Bis sie dich einwickelt und dann frisst. Fand sie gut. Kann sie ruhig. Junge, die hat doch Zähne. Die kann man Fritten geben. Schon. Ja, oder auch Mensch, oder auch Menschenfleisch. So, lecker. Ich ernähre mich gerne von Menschen. So. Und es geht hier ab, oh Mann, eh immer wieder. Einfach nur, oh wow. Bam. Geh weg, du Perverser, hat die Zunge drauf. Das ist ein ganz geiler. Nee, der denkt sich immer so, ich will töten, 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 töten. Da kam die Spinne. Und hat ihn getötet, ganz einfach hinterrücks, mit einem Spinnennetz. So krass. Das konnte nicht jede Spinne. Aber unsere Spinne, der Name ich es nicht weiß, konnte es. Ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es Squat. Squat. Irgendwas mit Squat. Squat. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich. Wie. Squawks gibt's ja auch noch. Ja, aber ich weiß jetzt nicht. Er hat doch so einen ähnlichen. Squiddy oder Squid oder Squiddy? Da merkt man. Du kannst halt Spiele, aber nie eine Ahnung. Ich wusste aber auch nie die Namen von denen. Ich kann sie auch Gar. Manchmal. Und rammen. Hättest du auch springen können. Nee, ich hab irgendwo ist hier eine dreckige, miese Stelle. Ja, da oben kommt sie gleich mit der Decke. Weil da bis dahin gab's ja noch keine Decke. Ich weiß ja, was du meinst. Ich meine, wir beide haben ja schon oft genug DKC. Genau hier ist diese nervige Decke, gleich wenn man da aber noch weiter hochgeht. Das ist irgendwie so eine Levelbegrenzungsdecke, die richtig behindert ist. Ich glaube, das war ja eine, oder? Spring mal hoch, damit ich wieder weiß. Ja, dann war diese Decke. Ich weiß nicht warum, aber das ist hauptsache eine dreckige, dreckige Decke drin, in der man einfach echt nichts tun kann. Zum Glück müssen wir jetzt nicht die Bonus-Level machen, weil die sind ein bisschen sehr mies in dem Level. Und zwar alle beide. Ging. Aero Ass ist daneben gegangen vom lieben Geier.
Was machst du? Das war knapp. Aber sie hat's geschafft bis hierhin. Ich fehle durch, so muss es sein. Alles klar. Alles klar. Ganz einfach. Was hattet ihr denn eigentlich für Wünsche als Kind? Was wolltet ihr denn wert? Das ist ja mal ein Thema. Ja, Thema. Wir haben 20 Minuten. Gleich ein Thema anfangen. Vielleicht machen wir das erst zum nächsten Paar. Mel! Nein! Was machst du? Du musst auch mal springen. Du hast mich mit den 20 Minuten abgelenkt. Okay, das war's dann für diesen Part. Und bis dann. Ich sag mal vielen Dank, dass du dabei warst. Und ciao. Ciao.